Der Markt ist begeistert und ich bin es auch, denn die 30.000 beim Dow Jones, die sehen nicht mehr so arg weit entfernt aus. Wir sehen hier nochmal dieses Cluster, diese verschiedenen Linien, die nicht wirklich magnetisch sind, den Markt also nicht zwingend anziehen, aber zumindest mal darauf hinweisen, dass so ganz grob, das sind durchaus ein paar hundert Punkte dick, diese Zone hier, also dass aber hier auf jeden Fall mal eine echte nächste Widerstandszone ist und wir auf dem besten Weg sind, diese auch tatsächlich anzusteuern. Gucken wir uns das Ganze mal beim S&P 500 an, hier in dem Fall den Future, den Märzkontrakt, dann sehen wir Schub hoch, wackelig runter, das ist so das Klassische. Aber das gibt es nicht nur in dem großen Bild, nein, auch in dem kleineren, Schub hoch, wackelig runter, noch kleiner, Schub hoch, wackelig runter. Also wir sehen, das ist auf ganz, ganz vielen verschiedenen Zeitebenen zu finden. Es gibt also keine Ausrede von wegen, ja, aber das gibt es bei mir immer nicht. Das kann natürlich in manchen Marktsituationen nicht so einfach zu finden sein. Generell gesprochen können wir es aber auf ganz vielen Ebenen und natürlich in verschiedenen Märkten wiederfinden. Ein Beispiel, was jetzt gerade aktuell ist, ist der Euro gegen den US-Dollar. Wir haben hier Schub hoch und jetzt einsilbig bis jetzt runter. Also das kann noch eine ABC werden oder kann noch mehrfach wackeln. Das wäre aber alles eben so ein klassisches korrektives Verhalten mit Idee, dass wir hier den Trigger auf der Oberseite und dann die Long-Seite dann eben entsprechend nochmal machen können. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen zu früh, denn hier muss sich das noch erst bilden. Und wichtig, die Seite ist verhältnismäßig scharf. Das gefällt mir gut. Ich möchte es aber noch deutlich schwächer hier auf der Seite haben. Also nicht nur einfach runterkommen, das ist ja fast genauso steil wie da runter, sondern eben diese typische Struktur, so zwischen zwei Trendlinien, sowas in der Richtung. Das wäre ein wunderschöner Eyecatcher. Das geht nicht nur beim Euro, das gibt es auch bei Aktien. Zum Beispiel Tesla ist ja ein tolles Beispiel gewesen, wie der Markt nach oben geschossen ist. Anschließend, wir sehen es hier im Intraday-Chart, 5 Minuten, Schub runter. Und jetzt das Ganze, A, B, C, hier irgendwie nach oben, das heißt wackelig. Und hier haben wir ein Hoch, da haben wir ein Hoch, das zieht dazwischen. Das wäre ein möglicher Short-Trade hier mit groben Zielen hier unten drunter. Also wir sehen, da ist eine Menge Platz. Und wir sehen das Ganze auf kleinerer Ebene ebenfalls möglich. Schub runter, wackelig jetzt hier hoch. Also auf verschiedenen Zeitebenen das Ganze immer wieder zu finden. Deshalb mag ich diese Handelsansätze so gerne, weil sie eigentlich immer wieder universell anwendbar sind. Universell anwendbar sind viele Verfahren, die wir ja im Trade des Tages besprechen, aber auch bei Trade2Go. Hier zum Beispiel ein Videobeitrag, den wir über dieses Szenario hier beim Dow Jones gestern hatten. Da ging es einerseits darum, ein bisschen die Fibonacci-Cluster zu erklären, gleichzeitig verschiedene Trigger-Varianten und wir sehen, na, in diesem Fall hat es ja einigermaßen gut hingehauen. Der Markt hat sich tatsächlich von diesen Clustern, ich kann es nochmal einmal ein bisschen größer machen, toll erholt. Wenn Sie sagen, sowas würde mich doch auch interessieren, da hätte ich viel mehr Interesse, das häufiger zu bekommen, sehr, sehr gerne. Einfach anmelden, völlig kostenfrei, Trade2Go und dann bekommen Sie solche Sachen auf Ihr Smartphone geschickt und haben sicherlich häufiger Ideen, wie Sie da reinkommen können, insbesondere weil wir das ja hier zeitnah dann auch besprechen und dann eben zur Anwendung bringen. So, in diesem Sinne erstmal für jetzt alles Gute. Toi, toi, toi in den Märkten. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.